Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Krankenschwester. Ja, und ich spiele mit den Perks Fluch Unsterblich, Tüftler, Ich bin ganz Ohr und Fluch Ruin. Und mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Ich mag zwar eigentlich nicht so diese Totem-Kombination, aber ich dachte mir, ich nehme sie jetzt mal mit, ne? Da hinten sehe ich jemanden, weil die in der Nähe meines Totems ist. Zack, einmal. Hier ist halt ein normales Totem, darum war die mir schön angezeigt. Jetzt sehe ich sie durch, ich bin ganz Ohr. Hab ich dich? So, komm mit. Ich bin immer noch in der Jagd. Ist hier noch jemand? Nee, jetzt ist endlich weg. Dort hinten ist jemand an einem normalen Totem. Das sehe ich. Die hat es auch zerstört, ne? Hallöchen. Dort hinten Claudette. Einmal. Da hinten kracht Tüftler. Jetzt halt die Sache, ne? Was mache ich mit meinem Blink? Angst und Schrecken verbreiten. Versuchen wir es mal. Ja, lass bitte los. Genau. Lass den Generator schön zurückgehen. Wo ist die denn? Ist die ganze Zeit hier hinterm... Oh! Ich bin einfach verwirrt. Einmal. Bist du immer noch da? Ja. Zack. Das Fiese ist, der Generator geht jetzt schön weiter zurück, ne? Durch Ruin. Und Mac, die hängen wir hier hin, dass ihr auch sieht, wie der Generator zurückgeht. Oh, bin ich heute böse, ne? Zack, du hängst. Da wird irgendwo kracht's. Da sitzt auch wieder jemand in der Nähe von einem Totem. Dadurch sehe ich halt die Aura, ne? Oder ist Objekte Besessenheit? Generator ist soweit. Eins, zwei, na los, Blink, komm zurück. Hab ich dich? Mach das nicht. Die ist gewagequittet. Boah, ist das fies. Weil sie gewagequittet ist, konnte ich jetzt direkt die Fängen mir noch holen. Oh nein. Ach, wie gemein. Wie böse. Nia, die arme Fänge. Ich will kein Mitleid. Ach, herrje. Mann. Das ist wirklich böse. Dort ganz hinten ist wieder irgendwo ein Totem. Da ist wieder jemand lang gelaufen. Oh, wie gemein, ne? Nia wollte halt ihren Generator schaffen. Und nicht, dass der mit Ruin weiter zurückgeht. Warte mal, ist die Person noch hier irgendwo? Nee, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht sind sie auch wieder an dem Generator dort oben. Das kann natürlich auch sein. Ja, dort ist wieder jemand. Zack, hallo Mac. Oh, schaut euch den denn an. Die dort hinten lässt sich sterben, Mac lässt sich sterben. Und Leute, ich habe eine Aufgabe, dass ich die Nurse spielen muss, ne? Das ist jetzt keine Boshaftigkeit, dass ich Nurse spiele. Ich habe wirklich eine Daily. Ich muss, eine Archivaufgabe. Ich muss Überlebende mit der Nurse nach Teleports schlagen. Das ist meine Aufgabe, Leute. Es tut mir leid, aber ich mache meine Aufgabe. Immer meine Aufgabe. Mann. Schau nochmal nach dort oben. Wobei, da sehe ich auch wieder Funken fliegen. Die Falltür ist auch noch nicht gespawnt. Alle Gens müssen noch gemacht werden, ne? Da wurde gerettet. Die Claudette, die ist nochmal fleißig, ne? Ich glaube, in der Situation hätte ich mich als Mac aber am Haken sterben lassen, dass wenigstens Claudette noch die Falltür bekommt. Weil beide werden sie es hier nicht rausschaffen. Mac. Mann. Ja, es tut mir auch leid. Der war so weit. Es ist gemein. Ja. Es ist einfach unfair. Ich weiß. Frechheit. So. Beim nächsten Mal vielleicht wieder Pop, okay? Keine Totem-Sache mehr. So, ich kann wieder blinken. Ich blink mal jetzt Richtung Mitte. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwie was gehört. Das Ganze sind Rennspuren.
Nach links oder nach rechts? Nach links. Zack, einmal. Lauf, Claudette. Gut, gut ausgespielt. Hab ich dich. Da hat sie wirklich den ersten Blink richtig gut mich veräppelt. Indem sie ja diesen kleinen Schlenker gemacht hat, dachte ich, dass sie anders läuft, als sie dann wirklich gelaufen ist. So, und du hängst. Schöne Sache. Wir haben alle bekommen. Ich meine, gut, die Überlebenden haben halt ein bisschen aufgegeben, ne? Aber, naja, machst du halt nichts, ne? Headskiller. Warte mal, kann man eigentlich immer noch hier so ein bisschen hochlaufen? Ah, nicht so ganz, ne? Früher konnte man ja so auf dem Baum so ein bisschen hochlaufen, um ausgewogene Landung zu triggern. Das habe ich halt gar nicht mit dem neuen Baum probiert. Okay. Brutaler Killer, verständlich. Die Runde ging halt zu schnell zu Ende. Naja. Wir haben aber unsere Aufgabe. Haben wir die? Haben wir? Ja, haben wir geschafft. Immerhin. Wir haben das erreicht, was ich erreichen wollte. Aufgabe zu schaffen. So, zu wenig Jagden, zu wenig Haken. Weil halt die Überlebenden da früher raus waren. Na gut, hieran kommt noch eine zweite Runde. Also, bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde mit der guten alten Krankenschwester. An Perks hat sich jetzt ein bisschen was getan. Ich habe unsterblich immer noch mit dabei, dafür aber kein Ruin mehr, sondern aufgezehrte Hoffnung. Ich habe Ich bin ganz Ohr noch drinne, aber statt Tüftler habe ich Pop Goes to Weasel reingenommen. Ja, und mal sehen. Zack. Jetzt sehen wir dich auch noch vor ein paar Sekündchen. Oh Mann. Ich dachte, ich komme ran. Deshalb bin ich sofort geblinkt. Aber da war ich ein bisschen zum Blinken hingerissen. Au! Was war denn das? Zack, hab ich dich. Ich glaube, ich bin ganz Ohr. Ist halt wirklich ein nice Perk auf der Krankenschwester. Oh, wo bist du da? Okay. Das ist halt einfach was Tolles. So, jetzt kommst du dort an den Haken. Und dann gehen wir direkt weiter und weg. Zack. Du hängst. Und teleportieren uns nach dort unten. Sind... Oh, hier haben wir sogar jemanden direkt bei unterbrechen können. Eins, zwei. Da ist jetzt schön Pop drauf. Nee, die ist nach da weg. Warte mal, aber hier sind auch noch Rennspuren, oder? Ah, gut gelaufen. Da oben wurde der Gen gemacht. Da. Ich wusste doch, dass hier irgendjemand runterkommen wird. Hm, ich hatte keinen Blink mehr, okay. Ich will nicht zu nah an den Haken ran. Könnt ihr die jetzt mal bitte retten? Die Rettung passiert in 3, 2, 1. Lasst mich bitte den Retter... Okay, ihr rettet nicht. Ich dachte, der Bill ist jetzt da extra. Ich habe jetzt extra den Bill laufen lassen. Ich will aber dort nicht hin wegen aufgezehrter Hoffnung. Rettet! Boah, die kommt gleich in die zweite Hakenphase. Wollt ihr das? Frechheit. Wenn die jetzt wirklich... Die ist in die zweite Hakenphase gekommen. Jetzt haben sie erst gerettet. Mensch, Leute, was macht ihr denn? Ich habe euch die Möglichkeit gegeben zu retten. Zack, dankeschön. So, ich meine, oh, wer bist du? Ist das die... Da hinten ist die Nia, oder? Ich habe es jetzt ganz schwer gesehen. Ich will nicht die Arme, die jetzt von ihrem Team so ein bisschen im Stich gelassen wurde, die will ich nicht. Hallo, Nia? Oh, komm schon. Ich muss auch sagen, irgendwie Indoor-Map ist gerade schwierig, ne? Aber finde ich gut. Fordert mich heraus. Weil ich viel raten muss. Okay, sie haben irgendwas zerstört, aber nicht die aufgezehrte Hoffnung, sondern unsterblich. Da unten weg. Boah, die hat echt gut Vorsprung gemacht, ne? Nee, hier oben auch nicht. Eieiei. Okay. Gut. Die ist jetzt, denke ich, auch über alle Berge. Gut, wir gehen einfach weiter. Wir suchen uns einfach neue Überlebende. Viel bleibt uns ja jetzt auch nicht anderes übrig. Eins,
2. Na, kommt meine Blinks. Hoffentlich finden sie nicht meine aufgezerrte Hoffnung. Da hinten ist jemand. Nia wurde geheilt. Okay, da unten weg. Dann nach rechts. Nee, sie hat halt nur... Ah, die Überlebenden spielen ja auch gut, ne? Die täuschen ja dann vielleicht auch nur an, irgendwie nach rechts oder links zu gehen. Hab ich dich? Die weiß, wo mein Totem steht, ne? Oh, gut, aber ist dann. Jetzt kommt nochmal der Nachblinkstun. Hart im Nehmen. Nice gezündet. Hätte ich den Blink. Ja, gut, ich habe nicht damit gerechnet. Okay, habe ich dich. Das ist natürlich blöd, dass, dass das Totem richtig in der Mitte der Map irgendwie ist, ne? Zack. Das ist kein optimaler Totem-Spawn. Aber gut, wir hoffen einfach. Okay, die Überlebenden haben dazugelernt und haben jetzt endlich mal schnell gerettet. So, ich werde trotzdem wieder in die Richtung gehen. Weil ich mir denke, ja, die wissen vom Totem. Es wirkt schon fast so, als wollte Bill meine Aufmerksamkeit. Vielleicht auch nicht. Der wollte auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit. Zack. Die wissen von meinem Totem jetzt. Jetzt wissen halt alle davon. Das ist bitter. Mann. Mein schönes Totem. Zack. Ich gebe euch allen eine Schelle, ne? Oh. Ich wusste, dass ich den nicht treffen werde. Eins. Zwei. Fallen die aufgezerrte Hoffnung. Ist euch noch nicht mal gefährlich. Zack. Die ist euch nicht gefährlich. Ich habe noch nicht drei Zeichen oder sowas. Lasst sie doch bitte nochmal stehen hier. Okay. Hart im Nehmen. Die sind hier schon wieder alle, ne? Wen sehe ich? Verdammte Axt. Ah, okay. Das Totem wird halt früher oder später eh zerstört sein. Ja, sie hat erst in die eine Richtung angetäuscht, ist dann in die andere gegangen. Mein Totem. Oh, ein Millimeter hat gefehlt. Okay, ja. Los, Blinks, ladet euch bitte auf. Okay. Ja gut, ich sag's mal so. Ich spiele vielleicht auf allen normalen Maps ganz gut mit der Nurse. Aber das ist so eine Map, also das ist einfach, ich weiß ja selber, also ihr seht es ja auch. Die finde ich halt gerade sehr schwer. So, und die Überlebenden machen jetzt das Schlauste, was sie überhaupt machen können, nämlich Generatoren. Oh, ich habe nur einen Blink gehabt. So, ich weiß, dass Bill hart im Nehmen hat. Das weiß ich. Ach Mann, hätte er denn nicht wenigstens glauben können, dass ich da bin und trotzdem schlagen können? Ja, ist jetzt weg. Uhuhuhu. Ich könnte manchmal Mäuse melken, ne? Wenn das alles hier nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Okay, ist halt so schwierig, finde ich, auf der Map, die Überlebenden vorherzusehen, wo sie langlaufen. Und gut, andererseits, naja, die Überlebenden können unvorhersehbar bleiben, während ich hier raten muss, ne? Okay, ich habe es halt selber gerade verhauen.
Weil ich halt auf meinen Totem so gepocht habe. Das hätte ich nicht machen dürfen. So. Hallo, hier ist niemand. Okay, wir müssen jetzt noch irgendwie versuchen, die Gens aufzuhalten. Der Gen. Sie kam mir sogar entgegengelaufen. Komm schon, Plinks. Einmal. Das meine ich, ne? Das war jetzt gut vorhergesehen. Weil ich halt den Gedanken hatte, dass sie hier wohl langlaufen würde. Ah, sie hat ausgewogene Landung. Ich hätte es wissen müssen, so wie sie nach da oben läuft. Ich weiß aber, dass sie wieder an den Generator gehen wollen. Nee, wollen sie nicht. Okay. Schade. Vielleicht an dem dort? Ja, an dem sind sie. Einmal. So, den Schlag, den konnte ich mir da gut holen. Der hat hart im Nehmen. Deshalb ist er kurz gegangen, glaube ich, dass er seine Ausdauer irgendwie wieder auflädt. Oder er würde mich einfach veräppeln. Ich weiß es nicht. Hier hinter ist jemand. Okay, wir müssen es jetzt irgendwie schlau machen. Zack. Zack. Okay, dich wollte ich. Das ist super. Was? Das gibt's doch nicht. Okay, du hängst. Damit ist sie raus, weil sie gar nicht erst gerettet wurde am Anfang. Zack. Zack. Du hast wahrscheinlich einen Entscheidungsschlag. Mist, da komme ich nicht rechtzeitig hoch. Es gibt noch den anderen Gen dort oben. Blinks laden sich langsam auf. Mist! Du bist... Du hattest keine ausgewogene Landung, anscheinend mehr. Also sie war noch erschöpft. Bill wurde schon wieder aufgehoben. Zack! So, wenn ich euch nur erstmal sehen würde, ne? Okay. Komm mit. Ist hier ein Haken? Ja, super. Zack. Okay, wir machen jetzt langsam wieder unsere Haken. Jetzt holen wir so ein bisschen das auf, was wir vorher so ein bisschen haben schleifen lassen. Dem wurde nicht gearbeitet, den findet man aber auch wirklich kaum, ne? Also, weil damit rechnet man einfach nicht, dass hier oben ein Generator ist, ne? Ich denke mal, die Rettung erfolgt jetzt. Bill ist noch verletzt. Ja, Tatsache, die Rettung erfolgt. Ach Mann, ich wusste, dass ich ihn nicht mit dem Schlag treffen würde, aber ich dachte mir, okay, vielleicht zündet er mal sein hartem Nehmen. Und das wäre schon genug gewesen für mich in dem Moment. Dass er einfach sein hartem Nehmen verschwendet. Da unten weg. Links kommen langsam wieder. Da hinten läuft die Nia lang. Ist hier noch jemand? Nee, die sind beide einfach weg. Wo ist mein Ruf einer Krankenschwester? Ich glaube, der würde mir jetzt in der Map jetzt wirklich helfen, ne? Die Raben haben sich wieder hingesetzt. Okay. Wir müssen wieder zurück zu unseren Gens. Wir haben da die Cheryl gesehen. Sie läuft okay. Einmal. Oh. Hart im Nehmen. Hier ist auch noch die Falltür, ne? Wo bist du lang?
Oh, ich bin gegen sie gelaufen. Hab ich. Oh, was war das? Hat sie ein Medikit oder hat sie wirklich Eifer der Menschen zum Einsatz bekommen? Okay, ich lasse sie erstmal trotzdem laufen, weil ich die Befürchtung habe, dass sie an dem hier oben sind. Nee, sind sie nicht. Oder? Ich sollte wenigstens mal kurz gegentreten. Eins, zwei. Der ist weit. Hier ist auch Bill. Eins, zwei. Ich glaube, die finden einfach nicht den dritten Gen, ne? Dort oben den. Boah. Ist Bill nur eine Ablenkung? Gefühlt sind alle einfach nur gerade Ablenkungen. Ich kann da nicht durch, beziehungsweise ich habe den Blink nicht lang genug aufgeladen. Die Sache ist, ich kann es mir nicht erlauben. Ich kann es mir einfach nicht erlauben, den jetzt dort lang zu jagen, weil die Jagd bringt nur wieder nichts. Es ist nur wieder vergebliche Liebesmühe. Aber Bill ist wenigstens so einer, der zeigt sich. Und, okay, sie haben doch den anderen Generator gefunden, den dort oben. Bin ich ehrlich, hatte ich nicht damit gerechnet, dass sie den hier finden. Ich dachte mir, okay, den kann ich hier stehen lassen. Aber ist ja klar, ne? Dass sie irgendwann den finden. So, jetzt muss ich wieder irgendwie hinterherkommen. Nach oben oder nicht? Nicht nach oben. Oh, gut gemacht, Mia. Ist sie jetzt hier hochgelaufen? Ja, ne? Hüpf! Ich wusste, wo sie rauskommen würde. Die Sache ist, sie haben das Endgame eingeleitet, ne? Einmal, zack. Ach, gut gemacht. Sie haben einfach gut gespielt, die Runde. Das kann ich halt auch einfach nicht anders sagen. Ich hatte halt echt richtige Probleme auf der Map. Ist sie wieder nach oben gelaufen? Komm raus, Nia. Komm hier raus, bitte. Wo ist denn der andere Treppenabgang? Ja, komm bitte hier raus. Ja. Hier ist sie nicht. Sie ist beim anderen Tor. Okay, ja. Sie ist einfach die andere Treppe runtergelaufen. Naja, gut. War nicht meine Runde, muss ich sagen. Aber trotzdem eine gute Runde, fand ich. Ein paar Blinks waren richtig nice, aber war schwierig. Es ist halt. Und da merkt ihr aber auch das Problem, beziehungsweise Quatsch, nicht das Problem, sondern die Stärke, die man gegen die Krankenschwester gut fahren kann, indem man sich halt einfach hinter Ecken versteckt. Naja, wir haben immerhin Pip gemacht. Quatsch, Black Pip. Naja, aber schöne Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!